Jetzt. 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 Ah, interessant. Ja, also das, was mir gerade wichtig war zu sagen, ist, dass das, was wir leben, dass wir das im Alltag leben, in der Partnerschaft mit unseren Kindern und das seit 9 Jahren und dass die Grundlage, die wir haben und die ich vermittle in diesem Basis-Schöpfertraining, ist halt so, dass es darum geht, den anderen in den Prozessen mit zu begleiten und das aber ohne infiltrativ zu wirken. Mhm. Und das sehen wir einfach, dass das einen großen Erfolg hat mit unseren Kindern und man sozusagen dann auch die Konflikte, die man hat die Konflikte ja in der Familie, man hat die Konflikte in der Partnerschaft. Und ich habe das erlebt oder selber auch gelebt, ne, erstmal rauszugehen auf Seminare und dann das dort mich zu klären und dann wieder reinzukommen. Und der Schritt danach ist für mich irgendwie das in der Familie zu leben, im Miteinander zu leben oder zwischen uns zu leben und einen neuen Lebensstil mit reinzubringen. Und dafür braucht es einmal ein paar Grundlagen, damit es überhaupt möglich ist. Weil wenn ich dann mal komme und sage, ey, du hast das und das Thema da und irgendwie, da musst du dich mal ein bisschen, ne, musst du mal deinen Schatten da angucken, ist das meistens nicht so besonders hilfreich. Oder wenn die Ladung schon zwischeneinander so hoch ist, dann steigert das eher den Konflikt. Und ja, das, was wir im Schöpfertraining vermitteln, ist die Grundlage, wo man eher da ist, wo man da ist und den Raum hält für den anderen, dass der jetzt durch seinen emotionalen Prozess gehen kann, der da ist. Das heißt Leben, Dasein und Dasein, so wie die Tiere das einfach machen in dieser Präsenz. Die können nicht plötzlich anfangen zu denken, sondern die sind immer in dieser Interaktion. Also die Tiere lehren uns das ein bisschen oder die Pflanzen. Und dieses Dasein, wenn wir so da sind, dann hängt es hier oder hängt es da. Ne? Und einfach dieses, wo es hängt, das wird erkannt und aufgelöst. Richtig? Ja, einerseits ja. Und andererseits ist es nicht nur die eigene Präsenz, die es braucht, sondern wir öffnen neue Zeitfenster für eine andere Kommunikation miteinander. So, wir leben ja auch im Kommunikationszeitalter. Ja. So, also es ist ein ganz wichtiges Element. Und es geht immer um den Grund, erstmal bei sich selber zu spüren, was ist mein Bedürfnis, was ist meine Ursache hinter dem, was ich gerade habe und das dann zu kommunizieren. Und da gibt es einfach Tools, wo wir Zeitfenster öffnen, wo wir eine neue Kommunikation miteinander lernen, die halt nicht infiltrativ ist, sondern den anderen dem Raum gibt, das bei sich selber zu erkennen. Und gleichzeitig, also weil wir im Schöpferbewusstsein arbeiten, gleichzeitig arbeite ich halt energetisch, also ich bringe den Leuten selber energetisch damit zu arbeiten, halt die Kraft zu nutzen, die sie wirklich haben. Also wirklich zu erkennen, was wir für mächtige Wesen sind, so das wirklich zu benutzen und darüber Bescheid zu wissen, wie Energien funktionieren. Das ist auch Teil dessen und das ist ganz wichtig, weil wir haben eine sehr starke mentale Kraft, wir haben Emotionen, die wollen genutzt werden. So, das ist ein Energiepotenzial dahinter, was jeder nutzen kann für die nächste Kreation, für den nächsten Schritt im Leben. Und das erfordert aber ein bisschen Grundlagenwissen darüber, wie das funktioniert, was dahinter steckt. Und so weiter. Was meinst du mit nicht infiltrativ? Nicht infiltrativ bedeutet, dass ich dem anderen nicht sage, was er hat, sondern ich spreche immer von mir, von meiner Wahrnehmung oder halt in einigen Tools auch gar nicht, dass ich mich gar nicht dazu äußere, sondern ich gebe einen Raum, wo der andere selber in Kommunikation mit sich geht und immer auch über die Körperwahrnehmung. Also grundsätzlich haben wir eine Körperintelligenz und wenn wir über die Körperintelligenz gehen, dann kann jeder für sich selbst die Ursachen und die Bedürfnisse herausfinden, die auch hinter Symptomen stecken. So, und wenn man Kinder hat, so, ne, dann da gibt es ja ständig irgendetwas. Da gibt es die kleinen Kopfschmerzen, dann sind die Bauchschmerzen, irgendwie dann ist es der Stress mit dem Lehrer und so. Und ich konnte meinen Kindern sehr viel damit helfen, und zwar ohne mich mit ihnen zu verstricken. Und das ist ja die Schwierigkeit, die wir haben als Eltern, weil wir das ja besser wissen. Oder weil wir selber ja auch Erwartungen haben an unsere Kinder oder an unseren Partner. Und dann stecken wir das so mit rein, wenn wir die begleiten. Ne? Oder mein Vater war Arzt, der hat noch gesagt, so nein, dich behandle ich nicht oder und auch gar keinen Fall psychologisch, weil das darf man nicht machen mit Familienmitgliedern.
Und ich finde aber, in der heutigen Zeit ist es so, so voller Prozesse, es geht so schnell, es ist so viel, viele Herausforderungen, die jeder jeden Tag bewältigen muss. Und da habe ich viele kleine Probleme und da kann ich nicht jeden Tag mir meinen Coach leisten. Also Coaches, die nichts dagegen, ne, die werden weiterhin gebraucht. So, das ist super, dass gerade so viele da aus dem Boden stehen, die werden gebraucht. Aber es ist gleichzeitig wichtig, etwas zu haben, wo man selber mitarbeiten kann und wo ich meinen Partner fragen kann, hey, hast du mal eben einen Moment Zeit? Ja, bei uns ist es mittlerweile so, dass meine Kinder sich untereinander begleiten, dass mich mal meine Tochter begleitet, irgendwie in meinen Prozessen, weil es einfach so viel geworden ist und es ja draußen von der Welt auch gefordert wird. Ja. So, ne? Wir stehen global an einem Punkt, wo es, ja, wissen wir alle, schon weit nach 12 ist. Und das spiegelt sich natürlich in uns wieder. Das heißt, es ist gerade zurzeit sehr viel von uns gefordert, ne? Uns weiterzuentwickeln. Es geht immer um die eigene Entwicklung. Wenn wir uns selber weiterentwickeln und das in den Mittelpunkt stellen in unserem Leben, dann entfaltet sich daraus alles andere. Unser Beruf entfaltet sich, die Harmonie, der Frieden, unser Glück, unsere Erfüllung, unsere Partnerschaft. Alles, was wir haben wollen, entfaltet sich daraus, wenn wir unsere eigenen persönlichen Entwicklungsschritte gehen. Das heißt eben, dass es das, also nicht Stresssituationen zu schlucken oder zu behalten, sondern wenn man in Liebe bleiben möchte, muss man ständig die Sachen klären, Abstand und Nähe definieren und und. Ne? Und das ist praktisch, was du, wo du Räume erschaffst, wo diese ständige Kommunikation, damit man nicht zwei Jahre später einen Coach braucht, sondern diese ständige Kommunikation, ständige so Grenze setzen, wieder nachkommen, wieder sich entspannen. Das ist praktisch eine lebendige Schöpferfeld. Ne? Ja, also wie benutze ich die Schöpferkraft in meinem Alltag? Also das heißt, heißt auch eine neue Alltagsstruktur für sich selber zu erschaffen, um die Sachen zu integrieren und es wirklich zu tun. Also jetzt mal, weil du es gerade gesagt hast, ne, Thema Selbstliebe, wo wird immer so viel drüber geredet und das kann ich ganz toll, wenn ich da sitze und meditiere und gerade Yoga gemacht habe, dann bin ich so verliebt mit mir selber und so gut angebunden an die Schöpfungsquelle. Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich dann meiner Mutter begegne? Ne? Und wie ist das in der nächsten Stresssituation? Und wirklich es zu praktizieren. Mir geht es immer um das Tun. Ne? Ich bin ein Manifestor, ich handle gerne, es muss für mich auch pragmatisch sein, es muss funktionieren in meinem Alltag, den ich sonst zu bewältigen habe, mit Kindern, mit Haus und mit Beruf. Es geht viel auch um die Frage Existenz. Ne? Wir haben, im Grunde genommen haben wir alle die Probleme, wir haben Konflikte zwischenmenschlicher Art, wir haben Emotionen, mit denen wir einen neuen Umgang lernen müssen, einen konstruktiven Umgang und wir müssen uns um unsere Existenz kümmern. Und das ist erstmal so diese Grundlage auf 3D, bevor wir abdriften in 12D, 7D oder wo wir auch immer die neue Welt erschaffen wollen, was nicht verkehrt ist, aber erstmal hier unten auf der Erde gucken, dass ich dieses Leben mit diesen drei Komponenten, dass ich das bewältigt bekomme, dass ich einen Umgang finde mit meinen Konflikten, mit meinen Emotionen und für meine Existenz sorgen kann. Das ist erstmal eine wichtige, fundierte Grundlage, die es braucht, was auch wirklich jeder zu lernen hat. Und das hat mir keiner beigebracht in der Schule. So, das durfte ich selber erfahren und ich habe das sehr gut gemeistert. Und das gebe ich total gerne weiter. Also ich bin sehr berührt und beeindruckt, weil wir sehen uns seit langem, aber das hatte ich noch nicht gesehen. Es ist praktisch, ist nicht eine Methode, ist nicht irgendein Tool, sondern es ist einfach das Leben meistern. Genau. In all seine Facetten, in all seine Emotionen und Gefühle. Das heißt immer so, wie wenn man Kinder hat, immer an der Front zu sein. Ja. So. Also für mich ist es wirklich ein neuer Umgang, ein neuer Lebensstil auch, der sich auch verbreiten darf. Also wir haben das gemerkt, wenn wir Ausbildung gegeben haben, das sind wirklich Sachen, die nehmen die Menschen und leben das dann im Alltag. Und dann gibt es so Wellen, dann erfahren die Nächsten davon, in der Familie, unter Kollegen und dann praktizieren die das untereinander auch weiter und so
breitet sich das immer weiter aus. Und das, was wir davon haben, ist, dass wir mehr gemeinsam ein Feld aufbauen, wo wir das auch gemeinsam kreieren, was wir in unserem Leben wollen. Und nicht nur jetzt sehr persönlich dieses übliche, ja, ich möchte mehr Geld und Glück in der Liebe und so weiter, sondern wir sind ja wirklich dabei, hier die Grundlagen zu schaffen für die neue Welt, also für eine Zukunft, für unsere Kinder, die dann in den Genuss kommen, hoffentlich eine Welt vorzufinden, die nicht mehr zerstört. So, und momentan leben wir noch in einer Welt, die sehr stark zerstörerisch wirkt. Und das ist das, was wir wollen. Und das erfordert aber, dass jeder wirklich bei sich selber anfängt und erstmal in sich diesen Krieg und diese Zerstörung wahrnimmt, die da draußen gespiegelt wird. Und dann anfängt, das in sich zu bereinigen, das in seinem kleinen Umfeld zu bereinigen. Und dann kann man nach draußen gehen und weiterwirken. Und je mehr wir da sind und je mehr wir das machen, umso schöner wird es. Und wenn wir diese Gemeinschaften dann anfangen zu gründen, dann kommen wir wirklich auf ein neues Level, auf eine neue Ebene. Und da ich das jetzt schon über 20 Jahre mit mir selber praktiziere, sehr viel bereinigt habe, wunderbares Verhältnis mit meinen Kindern habe, mit meinem Partner und einen sehr großen Wirkungskreis schon, ist jetzt mein nächstes Interesse, dann ein größeres Feld aufzubauen, die eine Grundlage bildet für eine Gemeinschaft. Ja, das. So, das ist auch, ja, das berührt mich sehr. So, das heißt jetzt nicht, du bekommst eine Angst und 3 Jahre später wird die Angst behandelt oder der Schmerz, oder du gehst in einem Feld, wo du lernst, ständig online zu sein, ständig. Also nicht zu sammeln, sodass du alles zu klären, so ein Feld, wo alles geklärt wird, wo alles immer in Gleichgewicht gebracht wird. Ne? Ja. Und das ist natürlich sehr wertvoll. Wow. Mhm. Schön. Ja, und das ist das Leben. Ne? Ja. Ja, und das ist das, wie wir das Leben wirklich voll ausschöpfen können, mit unserer ganzen Kraft, wenn wir um die energetischen Zusammenhänge wissen, wenn wir das verstehen und wenn wir vor allen Dingen unsere Emotionen nutzen. Unsere Emotionen sind so ein großer Schatz, wenn wir wissen, wie wir sie konstruktiv nutzen können und die Energie dahinter benutzen. Auch, anstatt sie wegzumachen oder zu verdrängen. Das heißt, in dem Training wird dieser Raum erschafft und die Teilnehmer lernen, so 24 Stunden da zu sein. Genau, also sie bekommen. Nicht zu schlucken, nicht zu bremsen, nicht in Ängste zu gehen, sondern wie man auch immer sich wieder lebendig. Mit Ängsten umzugehen. Ja, genau. Also im Grunde genommen, wie man jede herausfordernde Situation im Alltag für sich konstruktiv nutzen kann und das Beste daraus machen und um es dann zu verwandeln in das, was man haben möchte. Ja. Und das aber nicht hier oben nur mental, ich möchte das und das, sondern wirklich herzverbunden. Das ist so wichtig, ne? Weil viele, viele Trainings, die so Richtung Schöpferbewusstsein gehen, sind sehr viel Mentaltraining. Und wir können aber nicht gegen uns selber arbeiten. Das bedeutet, es muss über das Herz laufen und das ist ganz wichtig und das trainiere ich auch, dass es immer über die Anbindung geht zu der eigenen Seele. Warum bin ich eigentlich hierher gekommen? So. Und was habe ich zu klären hier? Wir haben ja, wie du schon sagst, wir haben immer etwas in die Welt zu bringen. Wir haben ein Geschenk mitgebracht für die Welt. Das will irgendwann raus, das Potenzial will gelebt werden. Wir haben aber auch was mitgebracht, was wir geklärt haben wollen, wo wir etwas aufzulösen haben, wo wir noch was anschauen müssen und was auch nicht lustig ist oft. Und das ist eine sehr kostbare Zeit, die wir hier geschenkt bekommen haben in dieser Inkarnation. Und wie du diese Inkarnation für dich voll nutzen kannst, diese Zeit. So einerseits das Potenzial rauszubringen und andererseits das, was hast du hier zu klären. Und dazu braucht es den Kontakt. Und der geht immer über den Körper. Ja, viele Leute sind ein bisschen unsicher. Die denken, dass man immer Waffen haben muss, ne, im Leben. Ne? Und du bist einfach, du bist in der Liebe, ne? Du bist so zart. Du siehst nicht wie eine aus, die sich wehren könnte, aber ich denke, dass es spürbar ist, dass wenn es darauf ankommt, dann
dann die Folie sein kannst. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, diese Waffen zu gebrauchen. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. So, aber es ist nicht mein Interesse, sie im Destruktiven zu gebrauchen, sondern das, was wir gelernt haben auf der dunklen Seite, da wo wir her, da wo viele von uns herkommen. Mhm. Ne? Das, was aus dem Kampf, aus dem Krieg, ich bin ja auch eine alte Kriegerin, mhm. so das, was ich da gelernt habe, da geht es darum, ins Mitgefühl zu kommen. Wir haben diese Kriege geführt, wir haben Rache gehabt, wir haben Eifersucht gelebt, um uns selber zu erkennen, um die Polaritäten zu erleben, um die andere Seite zu erfahren, um in Mitgefühl zu kommen miteinander. Mhm. Und das meinst du mit irgendwie, ich bin in Liebe gekommen? Nein, ich meine nicht, viele haben Angst, oh, hier gibt es überall Feinde und die schließen sich. So. Ne? Und die machen ein kleines Ding, wo sie drin schwimmen können. Ne? Mhm. Aber du bist voll im Leben. Ne? Das heißt, wenn du rausgehst, wenn du Kurse machst, wenn jemand dich angreift, so angreifen im Sinne, das ist was, die meisten haben Angst, so, dass die anderen deine Grenze überschreiten. Ne? Die haben Angst, angegriffen zu werden, und deswegen viele schließen sich. Ne? Mhm. Und was ich sehe, dass du aber keine Angst hast, dich immer der Situation stellst und auch dich wehren und schützen kannst. Das meinte ich. Genau. Ne? Ah ja, und heutzutage brauche ich keine Waffen mehr, um mich zu schützen und mich zu wehren, sondern es gibt andere Mittel, ja, sondern genau. Es hat was mit dem Inneren zu tun. Ja. Und es gibt einen natürlichen Schutz der Präsenz, mhm. und indem man eine andere Schwingung aufbaut, kann man sich auch schützen. Und so wie du das als Jugend gemacht hast, du hast es gelernt, einfach Grenzen zu setzen, ne? Das habe ich ein bisschen später gelernt, ja, aber da habe ich gelernt, was ist mir passiert, wenn ich es nicht kann. Ja. So, wenn du in Verantwortung gehst, dann musst du auch für die anderen in Verantwortung zeigen, ne? Also dass niemand deine Grenze überschreitet. Ne? Ich denke, dass das ein Thema von vielen Leuten ist, und deswegen schließen die sich, und wenn in dem Kurse ihr die Arbeit macht, dann zeigst du den Leuten, dass durch diese Kommunikation, Bearbeitung von Emotionen und Gefühlen, dass sie dann doch leben können, ohne sich zu schützen, weil Präsenz, Wachheit, Dasein einfach es erlaubt, den eigenen Raum zu erleben und zu leben. Ne? Ja, das ist ja auch schade, wenn man sich so verschließt, dann verschließt man sich ja auch sich selbst gegenüber. Also dem sich selbst wieder zu öffnen. Hm. Okay. Ja. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Noch was? Nein, ich freue mich einfach. Also das ist meine Leidenschaft. Dafür brenne ich, um diese Schöpfer, also dass die Menschen, die jetzt bereit sind, in diese Selbstermächtigung zu gehen und da auch schon von gehört haben, also die das wirklich leben wollen, darum geht es mir. Menschen, die das leben wollen, die das praktizieren wollen und die auch Unterstützung haben wollen in der Gemeinschaft, das gehört zu unseren Kursen immer mit dazu, dass wir auch Gemeinschaft gründen. So, die herzlich eingeladen. Ja, und das ist bei dir fühlbar. Ne? So wie gesagt, es ist schön für mich, diese Interview zu machen, weil durch diese Interview erfahre ich, was ich sonst im Privates, wenn wir uns zu viert treffen, auch nicht erfahren würde. Ne? Wir kennen uns seit Monaten, aber es ist schön, ne? So diese Form zu machen. Okay, ja. Dankeschön, vielen Dank. Danke dir, sehr gerne.